Liebe Brüder und Schwestern, Jesus lädt uns heute im Evangelium ein, vertrauensvoller zum Vater im Himmel zu beten. Ja, er ermutigt uns, um das zu bitten, was wir brauchen. Ja, aber oft bitten wir ja um Dinge, die wir eigentlich nicht so nötig haben. Ja, oft bitten wir um Dinge, die uns nicht gut tun, sondern die uns mehr schaden als nützen. Und wir wollen das oft gar nicht einsehen. Viele machen die Erfahrung und sagen, ja, ich habe gebetet, aber mein Gebet ist nicht erhört worden. Gott hört meine Gebete nicht, er hört nicht auf meine Bitten. Ich habe gebetet und nichts ist passiert, sagen manche ganz enttäuscht. Hat das überhaupt einen Sinn zu beten? Aber beten wir wirklich mit ganzem Herzen zu Gott? Und bitten wir wirklich um das, was wir brauchen, was unserer Seele gut tut? Im Tagesgebet haben wir gebetet, ja, lass uns die vergänglichen Dinge so gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollen die irdischen, die vergänglichen Dinge so gebrauchen, ja, unser Leben, unsere Begabungen, dass wir ja das ewige Gut gewinnen, dass wir das ewige Leben gewinnen. Das ist das Ziel unseres Daseins, unseres irdischen Lebens. Wir sollen ja einmal bei Gott sein, bei unserem Vater im Himmel. Viel zu wenig denken wir daran, dass wir ja für das ewige Leben geschaffen sind, für die Herrlichkeit bei Gott. Diesem Ziel müssen alle anderen Dinge untergeordnet werden. Ja, hängen wir unser Herz nicht an die vergänglichen Dinge. Das ist gefährlich, das ist verderblich, das bringt uns ab vom richtigen Weg. Das schneidet uns sozusagen ab vom ewigen Leben, von der Gemeinschaft mit Gott. Jesus, er möchte diese Gemeinschaft mit dem Vater erneuern. Die Schuld, die Sünde, die wir auf uns geladen haben, sie trennt uns letztlich immer von Gott. Sie schwächt diese Gemeinschaft mit Gott, der Quell des Lebens ist. Ohne ihn können wir nicht da sein, können wir nicht leben. Und manche Menschen sind so stur und so eigensinnig, ja, viele sind so verbohrt, so töricht und meinen, nein, ohne Gott kann ich mein Leben gestalten, ich brauche Gott nicht. Aber das ist ein verhängnisvoller Irrtum. Nur durch Gott können wir leben. Er schenkt uns dieses Leben immer wieder neu, jeden Tag, in jedem Augenblick leben wir von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Güte und Barmherzigkeit. Und Gott ist großzügig in seiner Liebe. Es heißt ja in der Schrift, er lässt die Sonne aufgehen, nicht nur über die Dankbaren, nur über die Guten, sondern auch über die Undankbaren und Bösen. Allen schenkt er seine Liebe, seine Gnade, seine Sonne. Gott gibt allen das, was sie zum Leben brauchen. Er hat ja alles zum Leben geschaffen. Aber er möchte, dass alle gerettet werden. So schenkt der Vater uns seinen Sohn immer wieder neu. Er hat ihn Mensch werden lassen durch den Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau Maria. Er ist unser Retter und Erlöser. Und es heißt ja in der zweiten Lesung, er hat diesen Schuldschein, der gegen uns gesprochen hat, durchgestrichen. Die Sünde, das Böse, das macht uns zu Schuldnern vor Gott. Ja, auch die Sünde, das Böse, das wir tun, hat Konsequenzen, hat Auswirkungen, bleibt nicht wirkungslos. Es beraubt uns der Gnade Gottes. Es beraubt uns, ja, dieser Gemeinschaft, dieser Gnadengemeinschaft mit Gott. Es nimmt uns das Leben, führt uns hin zum Tod. Aber Jesus ist gekommen, um in seinem kostbaren Blut diese Schuld zu tilgen, alle Sünde hinwegzunehmen, damit wir neue Gemeinschaft haben mit dem Vater und untereinander,
damit der Geist Gottes uns neu erfüllt. Ja, bitten wir vor allem um diesen Heiligen Geist, den Gott allen gerne gibt, die darum bitten. Er möge uns lehren, in rechter Weise zu beten, um das zu bitten, was uns und allen Menschen gut tut, was wir wirklich brauchen. Er möge uns erleuchten mit seinem Licht, dass wir nicht Egoisten sind und nur das von Gott erbitten, was wir selber wollen. Dass wir nicht um das beten, was anderen schadet und scheinbar nur uns selber nützlich ist. Gott möchte keine Egoisten aus uns machen, keine selbstsüchtigen Beter, sondern er möchte, dass wir erkennen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind in ihm. Und wenn wir einmal für die Herrlichkeit Gottes bestimmt sind, was hat das für einen Sinn, wenn wir einander bekämpfen, wenn wir einander als Konkurrenten betrachten, wenn einer über dem anderen stehen will? Es macht keinen Sinn, herrschsüchtig zu sein, machtgierig. Wir haben alle einen Vater im Himmel, wir haben alle die gleiche Würde. Wir alle sind Geschöpfe Gottes. So schenkt uns ja der Geist Gottes neu diese Überzeugung, ja diese Gewissheit, dieses Bewusstsein, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir alle gleich sind an Würde und dass wir füreinander da sein sollen, damit wir alle gemeinsam bei Gott in diese Herrlichkeit gelangen. Abraham schon, er bittet voll Vertrauen. Es ist ja ein wenig erheiternd, wenn wir das lesen, wie Abraham da herunterhandelt von 50 Gerechten auf 10. Ja, Gott ist reich an Erbarmen, er hört unsere Bitten, wenn wir ja mit anderen Mitleid haben, wie Abraham, der ja nicht will, dass Sodom und Gomorra zerstört wird, dass diese Menschen vernichtet werden. Beten wir füreinander, dass wir nicht nur selber, sondern alle Menschen heil finden, dass alle zum Glauben an Gott gelangen. Ich muss bei diesem Evangelium an eine Mystikerin denken, an eine, ich denke, sie ist noch nicht heilig gesprochen, aber gewiss heilige Ordensfrau, eine besonders begnadete Person. Vielleicht haben Sie schon etwas von ihr gehört, sie heißt Eugenia Ravasio. Sie wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. In ganz armen Verhältnissen ist sie aufgewachsen. Und in den 30er Jahren schon hatte sie eine besondere Offenbarung von Gott, dem Vater. Ja, der Vater im Himmel hat sich ihr geoffenbart, hat ihr Botschaften geschenkt und erstaunlicherweise auf Latein, auf eine Sprache, die sie nie gelernt hat. Sie hat auf Latein geschrieben, obwohl sie gar nie Latein gelernt hat. Und sie wurde wunderbar geführt durch den Heiligen Geist. Sie hat hohe Ämter bekleidet in ihrer Ordensgemeinschaft, in ihrer Kongregation. Und sie hat im Gebet auch eine Erfahrung gemacht, ja, Erkenntnisse gewonnen. Nicht nur für sich selber, sondern für viele Menschen. Zum Beispiel wurde ihr geoffenbart, wie sie ein Mittel findet, um den Leprakranken zu helfen. Sie fand ein Mittel, eine Substanz aus einer tropischen Pflanze, hat sie es gewinnen können, das ein sehr wirksames Mittel ist gegen Lepra. Ein Heilmittel für alle Leprakranken konnte sie entdecken. Im Gebet wurde ihr das gezeigt. Und sie gründete dann in der Elfenbeinküste während des Krieges, während des Zweiten Weltkrieges, eine große Leprastation. Auch heute ist sie die größte Leprastation in Afrika. Sie arbeiten dort wirklich mit den modernsten Mitteln. Und diese Substanz, die sie entdeckt hat, wurde dann auch vom Pasteur-Institut neu erforscht, weiterentwickelt. Das zeigt, wie wunderbar Gott wirkt, dass er uns wirklich hilft, wenn wir beten. Nicht nur uns selber, sondern er möchte wirklich auch die körperlichen Krankheiten heilen. Er möchte seine Barmherzigkeit gerade den Kranken, den Armen, den Leidenden offenbaren.
Ja, er gibt uns nicht nur das, was unsere Seele nötig hat, sondern auch, was wir ihm sozusagen, was unser Leib braucht. Wir sind ja eine Einheit von Leib und Seele. Aber vor allem sollen wir zuerst dieses Reich Gottes suchen, das, was Gottes Wille ist. Hören wir hin auf den Herrn. Er möchte uns Heil und Heilung schenken für Seele und Leib. Hören wir hin, wie seine Heiligen, die leuchtende Zeichen der Liebe und Güte unseres himmlischen Vaters sind. Schwester Eugenia starb 1990. Möge sie uns Fürsprecherin sein. Ja, möge der Herr uns erleuchten mit seinem Licht, dass wir dieses Vaterunser, das wir so oft beten, das wir bei jeder Messe sprechen, wirklich in unserem Leben verwirklichen. Er möge uns neu die Kraft schenken, einander zu verzeihen. Er möge uns diese Sehnsucht ins Herz legen, dass Gottes Reich uns erfüllt, dass es sich durch uns ausbreitet, sein Reich der Barmherzigkeit, der Liebe und des Friedens. Und er schenke uns das wahre Brot vom Himmel, seinen Sohn Jesus, in der heiligen Eucharistie, damit wir Kraft haben, ja, ihm zu dienen und Zeugen zu sein für das Evangelium. Amen.